Laura Pirone von der Firma Pirosch Cosmetics aus Meran in Südtirol. Wir stellen Kosmetikprodukte für den professionellen Sektor her, das spricht für Wellness und Spa und Beauty-Institute. Was sind das genau für Produkte? Es handelt sich um Naturprodukte. Wir sind Produzenten, also wir legen sehr großen Wert auf die Qualität, auf die Funktionalität der kosmetischen Produkte. Was für Produkte genau? Was für Lotionen? All die Produkte, die die Kosmetikerin im Laufe ihrer Behandlungen gebraucht. Also Cremes, Öle? Creme, Massageöle, okay. Ätherische Öle, Mischungen aus ätherischen Ölen, die die Kosmetikerin oder Masseurin im Laufe der Massagen gebrauchen kann. Hochkonzentrierte Wirkstoffe. Und zusammen zu der Produktion der kosmetischen Produkte schulen wir dann auch eine Behandlungsmethode. Diese Behandlungsmethode basiert auf der traditionellen chinesischen Medizin. Also werden Energiebahnen beansprucht, Massagen und Behandlungen entwickelt, die den Körper in Gleichgewicht bringen, sprich Energie, Nervensysteme, Lymphe. Und was zeichnet Ihre Produkte aus im Gegensatz zu den anderen handelsüblichen Produkten, die man so bekommt? Was ist der Unterschied? Warum sollte man genau Ihre Produkte nehmen? Warum sollte man genau unsere Produkte hernehmen? Ja, ganz sicher liegt das, in der Produktion. Also es sind Produkte, die aufgebaut sind auf die Funktionalität der Produkte. Also thermofunktionelle Substanzen werden in funktionellen Konzentrationen angewendet. Nicht nur eine davon, sondern... Was bedeutet das genau? Thermofunktionell ist jetzt für den normalen Menschen vielleicht nicht ganz alltäglich. Also es soll eine Funktion haben für die Haut. Es soll die Haut stimulieren. Es soll die hauteigenen Funktionen der Haut stimulieren. Das soll ja das Produkt sein, die Kosmetikerin zu einem ästhetischen Resultat verhilft, vor allem aber auch zu einem körperlichen Wohlbefinden. Und der Patient fühlt sich wie danach? Also fühlt er sich wohl oder fühlt er sich entspannt oder tut ihm irgendwas weh oder kribbelt es und krabbelt es irgendwo? Was merkt man dann daraus? Ja, ganz sicher merkt man, dass dieses Wohlbefinden, also dieses Gleichgewicht, das man versucht, dem Körper wiederzugeben, das bemerkt der Patient, sagen wir so, indem sie vielleicht einige Bewegungen lösen und das Ästhetische, also die Schönheit daran gewinnt. Und Sie entwickeln nicht nur die Produkte, sondern Sie entwickeln auch die Massagebehandlung selber dazu, die dazu passt. Ich habe ja heute schon selber diese Behandlung genossen. Es war sehr schön, sehr wohltuend. Dabei fiel mir auch auf, dass es eine Mischung ist aus einer Ölmassage und gleichzeitig auch einer Kopfbehandlung und einer Energiemeridianbehandlung. Kombinieren Sie sozusagen the best of all worlds irgendwie zusammen? Genau. Wir basieren also unsere Behandlung nicht nur auf Lymphdrainage oder energetische, es ist ein Zusammenspiel. Zusammenspiel aus einer Lymphdrainage, einer Entschlackungsmassage, einer Energiebehandlung. Mir fiel auch auf, dass die Masseurin sehr bewusst in die Punkte reingegangen ist, die bei mir wehtun. Also es war nicht nur eine oberflächliche Massage zum nett wohlfühlen, wo ich dann anschließend sage, ja toll, was war's, sondern es war für mich auch, ja, es hat durchaus wehgetan an den Punkten, wo es verspannt ist, und sie hat durchaus was gelockert. Ist das auch bewusst so gewollt? Das ist bewusst so gewollt, natürlich. Okay. Verspannungen, die Schmerzen, und also man muss die versuchen, sollen diese gelockert Verspannungen gelockert werden. Und wir suchen durch die Schulungen den Kosmetikerinnen bzw. Masseuren dies beizubringen, also wie man solche Verspannungen dann wirklich lösen kann. Geht also auch so ein bisschen in die Richtung der Thai-Massage, die ja dann durchaus auch in die Punkte reingeht, die wehtun. Und nicht nur die deutsche Massage, die etwas sehr oberflächlich
hinwegstreichelt. Genau, da es sich ja um Energiemassagen handelt, versucht man eben entweder Energiebahnen zu stimulieren, beziehungsweise Akupunkturpunkte. Mhm. Und dabei wird auch ein Spatel benutzt, um die Haut zu lösen. Was hat das für eine Bewandtnis? Was ist da der nähere Grund? Das stimuliert die oberflächliche Blutzirkulation. Okay. Also Wärme in die Oberfläche, dadurch auch eine Sauerstoffzufuhr. Mhm. Wenn man jetzt diese Behandlung hier im Hotel Therme Meran zum Beispiel bekommen hat mit ihren Produkten, dann möchte man vielleicht diese Produkte auch anschließend anwenden, daheim, zu Hause, nicht nur hier im Urlaub. Wo bekomme ich die Produkte her? Ja, wir haben Produkte eben für die Heimpflege, die bekommt man ja, direkt im Hotel oder im Beauty-Institut, in dem man die Behandlung macht. Man ist aber nicht ständig hier in Meran? Nicht ständig in Meran. Die bekommt man auch in Beauty-Institute bzw. Wellness und Spa, auch in Deutschland oder Österreich. Wo bekomme ich die Adresse her? Haben Sie eine Webseite, wo das draufsteht? Wir haben eine Webseite, was aber Ausland betrifft, wendet man sich dann direkt an die Konzessionäre. Woher erfahre ich Ihre Konzessionäre? In der Webseite. Auf Ihrer Webseite direkt? Auf unserer Webseite direkt stehen die Auslandskonzessionäre. Ja. Und wie viele Konzessionäre haben Sie schon in Deutschland? Ein einziger. Also in Deutschland ist ein einziger Konzessionär. Und der vertreibt es an die Diversen? An die, direkt an die Institute und an die Hotels. Aber von diesem Konzessionär können Sie dann die Informationen haben, wo unsere Produkte zu finden. Und die behandeln nicht nur mit ihren Produkten, sondern auch massieren nach ihrer Massage hier oder nach ihrer Methode. Okay. Das heißt, die werden von Ihnen auch ausgebildet dann? Absolut schon. Aha, okay. Können Sie mir Ihre Webseite dann noch verraten, bitte? Ja, www.pirosch.com. Pirosch mit? Schreibt sich mit P-I-R-O-C-H-E. P-I-O-C-H-E. Chepirosch.it.com. Okay, herzlichen Dank. Gerne.